Er gehört zu den Highlights im Promi-Event-Kalender, der Deutsche Fernsehpreis in Köln. Für den Gang auf dem roten Teppich putzt sich hier jeder richtig raus. Und gerade die Damen schmeißen sich natürlich in Schale. Diesmal absolut im Trend, schwarze Roben mit transparenten Einsätzen. Ob Sophia Thomalla, Rebecca Mir, Carmen Geiss, Annette Frier oder Larissa Marold, sie alle lassen am Teppich tief blicken. Ziemlich gefährlich, so eine Robe, oder? Es ist überhaupt nicht gefährlich, denn es ist auf meine Maße geschneidert. Von daher sitzt alles, wie es sitzen muss. Es platzt nichts, es kommt nichts raus, obwohl es manchmal so aussieht. Ja, das Kleid ist ein bisschen unten enger geschnitten, aber der Geisha-Walk, der tut's auch ganz gut. Mit einem schwarzen Kleid kann man nie viel falsch machen. Ich finde es elegant und ich finde, es passt zu mir. Und jetzt, nachdem alles festgeklebt ist, ist es okay. Das heißt, du hast keine Unterwäsche drunter, oder? Sag mal. Das werden wir euch nicht verraten. Ich fühle mich sehr wohl darin. Dass sich die VIP-Damen wohl in ihren Kleidern fühlen, sieht man. Und auch wir genießen diesen sexy Anblick.